Mit Planetary Annihilation erscheint 2014 dann wohl endlich mal wieder ein Spiel, das über die Plattform Kickstarter finanziert wurde. Und der Matti hier neben mir, der hat die Beta schon ausgiebig gespielt. Matti, was denkst du denn von diesem Echtzeitstrategiespiel? Also zum einen finde ich das Projekt sehr ambitioniert, weil es ist an sich Supreme Commander, wer das Echtzeitstrategiespiel kennt, das ist ja eh schon ein Riesending. Das hier ist Supreme Commander auf mehreren Planeten zeitgleich. Und vom Potenzial her finde ich das Spiel sehr gut. Der Zustand jetzt, seit Oktober spiele ich das und im Dezember gab es wieder mal einige Updates Richtung Balancing und so weiter, aber es fehlen noch viele Features und die ganzen Kämpfe funktionieren noch nicht so richtig gut. Also das heißt, das Spielprinzip ist so, dass man einen Commander hat, mit dem man zum einen Dinge aufbauen kann, aber auch kämpfen kann. Aber sobald ein Commander kaputt geht, hat man verloren. Und die meisten Matches werden so entschieden, dass man durch Artillerie zum Beispiel einfach mal so einen Commander ausschaltet. Man kriegt es manchmal mit. Ein bisschen langweilig. Da muss man ja sagen, das Spiel ist ein Multiplayer-Spiel. Es gibt ja nur ein paar Bots, aber es gibt keine Einzelspieler-Kampagne, so wie ich das verstanden habe. Bislang noch nicht. Es gibt zurzeit auch noch nicht richtig unterschiedliche Fraktionen. Also all das soll noch alles eingebaut werden. Die Entwickler sagen, das Spiel soll im Frühjahr 2014 erscheinen. Ich selbst glaube da noch nicht so richtig dran. Das sind zu viele Features, die noch fehlen, experimentelle Einheiten und sowas. Aber hier sehen wir etwas, was neu dazugekommen ist seit Dezember. Man kann so Arealbefehle geben, was wirklich nützlich ist, weil man kämpft ja mit Hunderten von Einheiten, dann kann man zum Beispiel der Artillerie sagen, feuert in diesem Bereich. Und das geht sehr gut. Das gleiche gilt auch fürs Aufbauen. Das heißt, man kann, es gibt nur zwei Ressourcen und man muss so Materialsammler überall aufsetzen. Und da kann man auch ein Areal aussuchen und dann geht ein Bot und baut die einfach hin. Das finde ich sehr, sehr gut. Also vom Bedienkomfort ist man jetzt schon ziemlich weit. Das gewisse Etwas fehlt noch. Wobei ja viele solche Änderungen auch auf Wunsch der Community eingebaut werden. Also man kann ja jetzt schon Planetary Annihilation einfach kaufen als ganz normaler Spieler und dann Feedback geben. Richtig, und das ist jetzt gar nicht mehr so teuer. Es war ja ganz am Anfang, weil es ein Kickstarter-Projekt war und Early Access dafür die Leute für $90 zu haben war, war das bei Steam eben genauso teuer. Jetzt gab es das zum Beispiel im Steam Sale im Dezember für 20 Euro das Spiel. Und da kann man dann eben einen Account anlegen und dann man kann sich im Forum auch komplett austoben, also sagen, hier, das gefällt mir nicht. Und wenn man eine vernünftige Mail dorthin schreibt, die Leute antworten dann auch sofort und versuchen das auch einzubauen nach Möglichkeit, falls ein guter Vorschlag ist. Schön. Und ansonsten, wie man das jetzt gerade so im Video gesehen hat, das Spiel wird auch ziemlich hektisch, weil es ist ja nun mal so, man hat nicht nur einen Planeten, sondern mehrere Planeten. In der Beta sind es meistens maximal drei bis vier Stück. Mhm. Es sollen später noch mehr werden und da muss man zwischen diesen Planeten hin und her schalten, auf den eigenen Commander achten, dass der nicht drauf geht, wenn man da gerade irgendwie versucht, eine neue Kolonie aufzubauen. Ich bin bei Matches mit vier Spielern schon komplett überfordert, muss ich sagen. Ja, auch die Engine ist ja da ziemlich überfordert. Man sieht es immer mal ein bisschen im Video, es ruckelt ab und zu. Ja. Gerade bei diesem Rauszoomen und Reinzoomen, ne? Das geht noch nicht so gut. Es ist grafisch ja nicht so opulent, würde ich sagen. Es sieht ziemlich schlicht aus, aber es ist sehr CPU-lastig, das Spiel. Mhm. Deshalb, es sind einfach so viele kleine Einheiten, so viele Variablen, die beachtet werden müssen. Da verstehe ich schon, dass da viel Performance für gebraucht wird. Das ist wohl auch der Preis für diese irren Massenschlachten. Die sind ja jetzt schon ziemlich spektakulär. Also da hätte ich jetzt fast auch ein bisschen Lust, das zu spielen. Lohnt es sich denn jetzt für Spieler, jetzt das schon zu kaufen? Jein. Es ist wirklich schwierig zu sagen. Ich hatte meinen Spaß damit, weil ich ein großer Supreme Commander-Fan bin. Falls man aber so eine Einzelspielerkampagne haben möchte und alles Weitere, das ist im Spiel halt noch nicht drin. Und da wird man noch warten müssen. Ich schätze auch, das wird eher im Sommer erscheinen. Und bis dahin kann man sich auch in Geduld üben und bis dahin warten. Dann gehen wir auch einen Test raus und sagen, wie gut das Spiel am Ende geworden ist.